Ja, ich freue mich auf Professor Dr. Rudi Zagst. Sie sind Leiter des Lehrstuhls für Finanzmathematik, Leiter des Ergo Center of Excellence Insurance von der Technischen Universität in München. Sie haben heute den Abschlussvortrag gehalten und der Saal war noch richtig voll. Und ich habe kaum Chancen gehabt hier fürs Interview, weil viele, viele Fragen auf Sie zugekommen sind, denn Sie haben im Prinzip aufgezeigt, wie man mit finanzmathematischen Modellen so ein Stück weit in die Zukunft sehen kann. Aber in Ihrem Vortrag haben Sie auch ein Fragezeichen dahinter sitzen. Kann man jetzt in die Zukunft gucken, wenn man gute mathematische Formeln hat, gute Daten hat? Funktioniert das? Also ich glaube, es lässt sich am besten erklären mit den Wettervorhersagen, die wir in den 90er Jahren hatten. In Deutschland, in Europa, die Aussage, morgen ist die Temperatur so groß und das Wetter gut. In USA war die Voraussage, morgen haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass das Wetter gut ist. Und in dem Sinn, Punktprognosen, wie es damals eben in Deutschland üblich war, sind meiner Ansicht nach nicht möglich. Aber Prognosen, wie gut ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter morgen schön ist, die gehen, glaube ich, sehr gut. Sie haben ja doch einige sehr tiefe Einblicke gezeigt, wie Sie über die Jahre das ganze Modell verfeinert haben, sodass am Schluss sogar einer auf Sie zukam und sagt, gibt es für Ihr Modell eine Wertpapier-Kennnummer, da würde ich gerne investieren. Das macht Sie ein Stück stolz, oder? Ja, das freut mich natürlich. Wie gesagt, wir sind ja da ausgezogen, damals mit dem Start des Projektes nach der Finanzkrise mit dem Ziel, einfach den Markt transparenter zu machen, den Leuten letztendlich ein Handwerkszeug, eine Information an die Hand zu geben, die ihnen dabei hilft, in möglichst vielen Phasen Verluste zu vermeiden. Weil ich einfach dachte, das fehlt letztendlich und es kann nicht sein, dass Leute in Krisenphasen stark an ein Portfoliowert verlieren, ohne dass es irgendetwas gibt, was sie darauf hinweist. Und das war letztendlich das Ziel. Es ist seitdem natürlich viel passiert und wir haben es jetzt so weit gebracht, dass wir tatsächlich eine Investmentstrategie anbieten auf der Basis. Und es ist natürlich schön, wenn die Leute sehen und tatsächlich auch den Wunsch haben, diese Informationen zu nutzen und zu investieren. Herr Professor, ich sage es am besten ist, wenn man empirisch und belegen kann, Sie als Wissenschaftler wissen das, das funktioniert mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal 80%, dann wäre das doch schon ein Deal, oder? Also natürlich als Mathematiker und Finanzmathematiker muss ich das machen. Es ist ja auch der wesentliche Kern aller Aktivitäten immer publiziert worden, und zwar in Zeitschriften, die von Gutachtern, die Artikel von Gutachtern begutachtet werden. Und insofern muss man natürlich nachweisen, dass das Ganze signifikant funktioniert, dass wir statistische Tests des Modells vorstellen. Und das haben wir natürlich alles wissenschaftlich gemacht. Jetzt hatten Sie ja selber ein paar markante Events oder Ereignisse genannt, die wir alle kennen, alle, die mal im Beruf in den letzten 30 Jahren für Vermögensverwaltung und Asset Management verantwortlich waren, werden die wissen. Die letzte große war vielleicht die Finanzmarktkrise. Wir haben im Moment wieder ein paar Krisenszenarien. Wenn Sie mal eine Rückbetrachtung machen und Ihr Modell drüber legen, hätte Ihr Modell immer auch die richtigen Signale gegeben? Also wir haben das Modell ja gefittet und wir haben ganz bewusst amerikanische Daten verwendet, weil wir halt Krisen selten sich einstellen, weil wir Daten verwenden wollten, die genügend Krisen beinhalten, um statistisch signifikante Aussagen machen zu können. Und wir haben es auch ganz bewusst so gestaltet, dass die Finanzkrise außen vor war, weil das war sozusagen unser Studienobjekt, ob es out of sample funktioniert. Das ging. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir haben die Krisen vorher, zum Beispiel die Dotcom-Blase, aber auch den Black Monday, auch die Ölkrise benutzt, damit das Modell genügend viel aus Krisen lernen kann und deswegen auch statistisch signifikant Einschätzungen treffen kann. Wie sieht es mit politischen Krisen aus? Ja, also politische Krisen haben, heißt es ja zum Glück, kurze Beine. Das heißt, sind meistens Dinge, die über Nacht zum Teil auch eintreten. Also wenn Sie jetzt an Twitter-Nachrichten denken, die den Markt von heute auf morgen komplett beeinflussen können, das kann kein Modell vorhersagen. Was Modelle aber können, sollten, ist zu sehen, ob diese Marktbewegungen nachhaltig sind und dann Informationen zu geben. Also das Ziel ist gar nicht, Dinge vorherzusagen, Monate vor sie passieren. Ich glaube, das ist nicht möglich. Aber die Nachhaltigkeit zu erkennen, wenn die Entwicklung stattfindet, dass jetzt es gegeben ist, die Risiken zu reduzieren,
das kann ein Modell tatsächlich leisten und das ist auch das Ziel, das wir haben. Und genauso wie rechtzeitig einzusteigen, also wenn es eine Krise war, das Signal zu geben, jetzt sollte wieder investiert werden, das sind die Dinge, und das muss dann, die wir machen wollen, das muss dann auch nicht Wochen oder Monate vorher sein. Man muss nicht alle Dinge mitnehmen, aber die größten Risiken, die größten Verluste zu vermeiden und dann, wenn der Markt sich nachhaltig positiv entwickelt, wieder dabei zu sein, das ist das, was das Ziel ist. Ja, Sie sind Wissenschaftler, Sie sind Finanzmathematiker, sehr rational gesteuerte Menschen. Sie kennen aber auch das andere Kontinuum, das ist die Emotion, die Psychologie. Man weiß eigentlich sachlich vom Kopf her, vielleicht auch von der Formel her, vom Algorithmus her, eigentlich jetzt wieder einsteigen, aber da gibt es Strömungen, die sind stärker als vielleicht die mathematische Formel. Wie stark beeinflussen solche Dinge eben auch Ihr Modell? Wie kann man sich frei machen von der Emotion und der Psychologie, die ja eine sehr große Rolle spielen kann, auch gerade bei großen Vermögen? Also wir haben die ganz klare Diktion, wir mischen uns nicht ein. Das ist natürlich immer eine interessante Diskussion, wenn man Marktentwicklungen sieht und denkt, oh, jetzt sollte man vielleicht vorsichtig sein oder jetzt sollte man eigentlich investieren. Das beeinflusst aber die Entscheidung nicht. Also die ist vorgegeben, die ist quantifizierbar. Die wird erklärt anhand des Modells. Also es ist nicht so, wir treffen keine Entscheidungen, ohne eine ökonomische, eine volkswirtschaftliche Erklärung zu haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Also Modelle sind nur dann akzeptabel und werden nur dann akzeptiert, wenn das, was dahinter steckt, erklärbar ist. Das war eine wichtige Komponente für uns. Die Strategie selber ist rein quantitativ, unpsychologisch. Und obwohl wir vielleicht manchmal andere Gedanken hätten, mischen wir uns nicht ein. Das Schöne ist, Sie praktizieren ja dieses Regelwerk. Das heißt, da wird auch Geld mit angelegt und keine kleinen Summen. Und das ist eigentlich etwas, was Sie ja, sag ich mal, unterstützt, dass Sie nicht nur theoretisch, sag ich mal, Fachvorträge halten, sondern Sie tun es. Und das Interesse scheint ja da zu sein, dass eben große Asset Manager sagen, das Modell würden wir gerne anwenden. Ist das möglich? Ja, das freut uns natürlich auch sehr. Das ist momentan im institutionellen Anlagebereich, wo wir die Kapitalanlage anbieten. Wir bieten allerdings auch allein die Information an, letztendlich um Transparenz zu schaffen. Also es sind zwei Dinge. Das eine ist diese Wettervorhersage, bei der wir informieren, wie groß ist denn nun die Regenwahrscheinlichkeit. Und das zweite ist eine Investmentstrategie. Ja, also beides ist möglich. Und beides bieten wir an und wie gesagt, freuen uns sehr, dass das Interesse so groß ist. Ja, Sie haben einen Partner auch dabei, der Sie unterstützt. Den wollen wir nicht unerwähnt lassen. Genau, also ist der Dr. Schlick, der ist Geschäftsführer in der Firma. Ich bin ja Professor an der Uni, ich hätte weder die Zeit noch durfte ich Geschäftsführer irgendwo sein. Und dementsprechend ist er, der die Firma leitet, der die ganzen Geschäfte führt und auch insbesondere auch der von Anfang an bei der Modellentwicklung mit dabei war, als Chefvolkswirt früher und dann Chef von der Bayern Invest. Das ist natürlich sehr schön, dass ich immer mit dabei habe, mit einer riesen Kapitalmarkterfahrung.